wie rassistisch sie drauf sind und dass sie allen, die nicht bio-deutsch sind, am liebsten sämtliche Zuschüsse streichen würden. Das hat mit unserem Grundgesetz und mit demokratischen Grundsätzen zu tun. Finde ich es natürlich auch gut, dass Kasse zusammensteht und keinen Platz für menschenverachtende Politik bietet. Deshalb werden wir diese Resolution auch im Grunde unterstützen. Mit einer Einschränkung. Der Punkt 4 heißt, dass die Nutzung öffentlicher Räume für von verfassungsschutzbeobachtete Organisationen verboten werden soll. Ich möchte sagen, dass wir dem nicht zustimmen werden. Und zwar aus sehr, sehr konkreten. Ja, sagen Sie ruhig, der von Ihnen, also von Ihrer Partei damals sozusagen gesetzte Herr Maaßen, war mal Chef des Bundesverfassungsschutzes. Und jetzt ist er sozusagen auf der Seite der Leute, die vom Verfassungsschutz mit Recht beäugt werden und eben tatsächlich antidemokratisch sind. Dieser Herr Maaßen aber hat als Chef des Verfassungsschutzes Teile der Linkspartei beobachten lassen, und zwar insbesondere in Thüringen, wo die Linke schon lange an der Regierung beteiligt ist. Also wird es nicht verdächtig, wie es irgendwelche antidemokratischen Geschichten zu machen. Und deshalb ist aus unserer Sicht so eine Formulierung hochproblematisch, weil solche Institutionen eben nicht per se die Demokratie leiten. Meinen Sie, beziehen Sie sich auf den Punkt 4 des Änderungsantrags der Projektkommission? Das zweite oder das dritte möchte ich aber auch noch sagen. Gut ist es, dass es kleine, dass es gemeinsame Nenner gibt. Aus unserer Sicht sind die gemeinsamen Nenner aber zu klein. Die müssen größer werden. Und dazu gehört eben, dass klare politische Signale nicht darin bestehen, dass man sich wünscht, dass, oder sagt, dass die AfD in Bürgerrolle nicht willkommen ist. Das ist okay, aber es reicht nicht. Ich finde es problematisch, dass die laute Minderheit der menschenfeindlichen und demokratiefeindlichen Positionen inzwischen so einflussreich geworden ist in herrschende Politik. Ich meine, wir erleben jetzt gerade, dass die Bezahlkarte für Asylsuchende hier eingeführt wird. Das ist eine klare Diskriminierung. Das ist eine ungleiche Behandlung von Menschen, die nicht mit demokratischen Prozessen sind. Und der Bundeskanzler wünscht sich eine Abschiebung. Er sagt nicht dasselbe, das ist völlig klar. Und trotzdem verfängt die Propaganda aus dem ultrarechten Lager auch in, sage ich jetzt mal, den Reihen der Regierenden in diesem Land. Und das, finde ich, ist wirklich ein Problem. Und wir sollten zumindest hier in Kassel dafür sorgen, dass solcher Widerhall bei uns nicht gefunden wird und vielleicht ein nächstes Mal doch ein Dolmetscherpool einrichten und mehr für antirassistische Arbeit vor Ort tun. Vielen Dank.